Jo, willkommen zurück, Leute. Weiter geht's. In der letzten Folge haben wir ja dieses schwere Rätsel gelöst. Und jetzt begeben wir uns zu dieser Tür, die wir geöffnet haben. Ja, nicht schwingen, aber klettern. Fein machst du das. Oh, wie wunderschön, wieso hast du dich nicht festgehalten? Okay. Nicht mein Fehler. Fehler von dir. Es ladet lange. Das ist jetzt ein Witz, ne? Das ist jetzt ein schlechter Witz. Okay, Leute, ich mache hier einen kleinen Cut, bis ich das wieder gemacht habe. Bis dann. Okay. Welcome back, Leute. Weiter geht's. Ich habe es geschafft. Dennis wollte ich euch nicht nochmal antun. Das wäre dann einfach zu schade gewesen für euch. Ich hoffe einfach, dass sie sich diesmal festhalten tut, weil wenn nicht, dann bin ich ein bisschen sauer. Okay, okay, okay. Ich muss ja schon Angst haben in diesem Spiel hier. Okay, jetzt haben wir auch einen Kontrollpunkt. Oh mein Gott! Jetzt kommt etwas, was ich überhaupt nicht kann. Was auch total einfach ist. Okay. Ja, und ich atme noch. Ups. Sehr, komm, was ist so dunkel? Ah, da bist du doch. Oh, hey. Ah ja, falls ich das noch nicht erwähnt habe, ich spiele auf Schwierigkeitsgrad leicht. Ja, auch wenn ich schon einmal durchgespielt habe, aber es ist trotzdem noch recht anspruchsvoll. Nein, nicht wirklich, aber ist ja egal. Und gibt es hier auch ein Artefakt, was ich nicht mitgenommen habe. Da ich aber keine Lust dazu hatte. Ich weiß gar nicht, was die Dinger bringen. Aber möchte ich die Zeremonie lieber nicht sehen. Ah ja. Okay, also das ist hier ganz nichts. Okay, so. Ja, wir kommen doch gut voran. Das. Bug. Jo. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Aufnahme gesehen hat, aber ich denke auch mal schon. Da war nur so ein großer Lichtkegel. Also alles weiß, einfach weiß, aber ich denke, was hat man gesehen. So, jetzt kommt eine Katze. Ja, diesen Ort werden wir noch öfter zu Gesicht bekommen. Nein, nicht öfter, aber noch einmal dann, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Lara? Hast du etwas für das Feuer gefunden? Lara, was? Nein, zurück! Großer Gott, was ist das? Da ist etwas im Licht. Bleib hier. Was? Wer bist du? Was? Was ist mit meiner Tochter? Sie hat es nicht böse gemeint. Tu ihr bitte nichts. Mutter!
Croft! Ich hatte gehofft, Sie kennenzulernen. Ganz ruhig. Wir wollen nur reden. Ich bin ganz Ohr. Haben Sie einen Teil hiervon gefunden? Sind Sie deshalb hier? Wo haben Sie das her? Das ist unwichtig. Allein was es bewirkt, zählt. Wissen Sie es? Was ich weiß, geht Sie nichts an. Sie wissen es also nicht. Und Sie haben keinen Teil. Amanda sagte, dass Sie schlampig sind. Sie hätten in Paraíso besser aufpassen sollen. Amanda? Amanda ist tot. Was wissen Sie von Paraíso? Das Gespräch ist beendet. Okay. Ab die Typen ist leider nicht gut zu sprechen. Die mögen uns nicht. Und so mögen wir sie dann natürlich auch nicht. Nein, jetzt mache ich hier keine Zeit drüber, sonst fliege ich in den Abgrund. Wow. Es gibt mehrere. Du hattest recht, Vater. Wie war das? Keine Müdigkeit vorschützen. Wir haben noch was zu erledigen. Das heißt, wir leben noch. Das klingt doch richtig gut. So, okay. Damit wäre jetzt auch dieses Level beendet in 25 Minuten. Viel zu lange. Aber okay, wieso bin ich jetzt wieder hier? Bestimmt, weil ich das Ganze so gemacht habe. Aber okay, jetzt gehen wir einfach auf weiter. Scheinen sich zurzeit über Besucher nicht gerade zu freuen. Wer ist denn hier bis an die Zähne bewaffnet? Ich bin eben immer gern gut vorbereitet. Was von Anaya gehört? Sie hat gesagt, sie erwartet dich an der Statue am Marktplatz. Da sind wir wenigstens ungestört. Ja. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Bis dann, ciao.